Hey Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Und zwar geht es sich wieder um OMSI 2. Wir fahren hier wieder auf Gladbeck und wir fahren heute die 259 zur Gebürer Straße. Ja, ich habe schon mal soweit alles vorbereitet. Ich weiß zwar jetzt auch nicht, wo wir jetzt hier hin müssen. Das ist ja wieder ein ganz neuer Ort. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht in Bottrop. Ich muss auf jeden Fall nochmal die Uhr vorstellen. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt so mache, dann sind das noch 10 Minuten. Das heißt, wir müssen so 7 nachstellen. Warte mal. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 17 Uhr. Ach Quatsch, 16 Uhr, so. Nee, 17 Uhr 7. Genau. Dann fahren wir mal los. Mal gucken, wo wir hin müssen. Wir sind die 259. 259 Start dahin, okay. Ja, wir fahren ja auf jeden Fall mit einem zweitürigen MAN-Reisebus, würde ich jetzt mal sagen, ist das. Ja. Sind wir hier richtig? Ich weiß es nicht. Tatsächlich Hallo. Sind wir. Hallo. Schön. Hallo. Ist jetzt hinten auch offen. Hallo. Hallo. Ja, interessiert mich nicht, wenn es zu kalt ist. Nächster Halt Zopp. Um 17.10 Uhr ist Abfahrt. Also wir müssen noch was warten. Also können wir nochmal aufmachen. Aber so einen zweitürigen Reisebus habe ich auch noch nie gesehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Was uns da so erwartet. Ja, dann würde ich mal sagen, fahren wir mal los. So, was müssen wir denn jetzt sagen? Hier, ne? Hier müssen wir auf jeden Fall lang. Ist auf jeden Fall eine ganz neue Ortschaft, wo wir jetzt hier sind. Wir fahren auf jeden Fall zur Gebürer Straße. So, wir haben eine grüne Ampel. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es die Linie schon so lange gibt. Aber so wie es hier aussieht, glaube ich nicht. Genau, wir müssen hier lang. Ja, halten wir mal hier, damit wir die Ampel noch so gerade sehen. Und dann müsste es auch schon bald grün werden. Wir können uns den ja mal von innen anschauen. So sieht der jedenfalls aus. Genau, da waren die Haltestellen, also Stoppknöpfe waren nämlich da dann oben, wie man hier so schön sieht. Ich kann ja mal da drauf zeigen hier. Guck, jetzt hat es ein Stoppzeichen gemacht. Haben wir jetzt hier? Nee. Wir haben immer noch Rot. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt gleich mal Grün bekommen. Ich weiß gar nicht, wo man das sehen kann. Genau, wir fahren heute. Oh. 40 Minuten, glaube ich, so circa. Okay. Ja, der fährt doch, ist unglaublich, ne? Hat er seinen Führerschein gewonnen, oder was? Hör mal, so geht das hier aber nicht.
91 fährt die auf. Oh, hier sieht es aber echt schön aus, muss ich sagen. Ach so, richtig so großstadtmäßig sieht das hier aus. Finde ich richtig schön. Wir haben 0,4 Minuten Verspätung. Ja, fahren wir mal über Gelb. Das macht ja jetzt nichts. Aber hier müssen wir schon anhalten. Ja, der fährt doch, ne? Das ist ja unglaublich. So, nächste Haltestelle ist Braunhaus. Ne, Brauhaus. Ist hier irgendwie eine Brauerei oder was? Ich hoffe mal nicht. Weil ein Bierchen wollen wir jetzt hier nicht trinken, sondern wir wollen Bus fahren. So, und da ist auch schon die Haltestelle. So. Guten Tag. Tag. Hallo. Hallo. Schauen, was denn die nächste Haltestelle ist. Prosper 3. Okay. Habe ich noch nie gehört, sowas. Ja, ist ja unglaublich, ne? Da war schon direkt grün. Hallo. Und weiter geht's. Da auch nochmal schön die Facebook-Seite von Gladbeck zu sehen. Die Map erscheint ja jetzt Anfang Dezember, kostenpflichtig natürlich. Aber ich schau mal. Also noch ist kein Preis bekannt gegeben worden. Kommt drauf an, wie viel sie kostet, dann werde ich sie mir auch holen. Und ja, das ist auf jeden Fall Overdeckstraße. Oder Overdeckstraße. Ne, Overbeckstraße, so. Genau, Overbeckstraße. Dann geht's weiter. Nächste Haltestelle ist am Wettelsberg. Okay, und hier ist wieder Lidl. Oh, fehlt da eine Textur? Ich wollte schon sagen, da fehlt eine Textur, ey. Aber der hat nicht nachgeladen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, so. Und weiter geht's. Dann wollen wir mal schauen, was denn die nächste Haltestelle ist. Nordring. Okay, das kenne ich, glaube ich. So. Dann wollen wir mal schauen, wenn grün wird. Ich glaube, hier bin ich auch noch nie gefahren. So, ohne Scherz, so. Ich bin hier, glaube ich, echt noch nie gefahren. Das ist das erste Mal. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Bis jetzt war noch kein Haltewunsch. Hallo. So, weiter geht's. Das war einmal der Nordring. Und jetzt kommt Buchenstraße.
Schönen guten Tag. Guten Tag. Wir haben ein kleines bisschen Verfrühung, also können wir auch ein bisschen weniger Gas geben. Nächste Haltestelle ist Eigenmarkt. Und hier ist einmal Aldi Süd. Und wir haben einen Haltewunsch. Und wir haben eine grüne Ampel, das heißt, wir können hier rüber. So. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Die Türen zumache, tue ich irgendwie immer die Haltestellenlinse rein, obwohl die gar nicht rein brauche, weil ich sie erst gar nicht reingemacht habe. Von daher war das irgendwie ein bisschen blöd von mir. Aber naja. Nächster Halt: Saaterstraße. Schon wieder, Mann. Was ist heute mit mir los? Eine Minute Verfrühung. So, Bäuerbrücke ist die nächste Haltestelle. Wo muss ich jetzt lang? Warte, jetzt war ich abgelenkt. Betriebshof war das. So, wir müssen geradeaus. Haben wir grün? Ja. Okay. Oh Mann, bin ich abgelenkt hier gerade gewesen. Sollte, glaube ich, mehr bei der Sache bleiben. So, und das ist auch schon die Haltestelle. Aber da ist keiner und möchte auch keiner aussteigen. So, an welchem Ort sind wir jetzt hier? Konnte man nicht lesen. Naja, weil die Sonne blendet.